Ja, ich bin in der Lüneburger Heide aufgewachsen. Meine Großeltern wohnten im Wald. Mein großer Bruder hörte die Rolling Stones. Und ich erlebte einerseits die Naturidylle sehr stark und aber auch diesen Geist der Hoffnung in den 60er Jahren. Und bin in meiner Jugend sehr auf die Suche gegangen. Erlebte, dass die Welt unbedingt veränderungswürdig ist und dass diese Veränderung eigentlich im einzelnen Menschen beginnen muss, um nachhaltig zu sein. Und so kam auch das Interesse an der Spiritualität dann auf. Ich habe sehr, sehr viel gelesen, studiert, diskutiert, hatte eine jugendbewegte Zeit und stieß durch einen Landkommunaden auf Rudolf Steiner. Und als ich seine Biografie und dann auch sein Buch »Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten« las, da war ein sehr heimatliches Gefühl da und zum anderen ein deutlicher Eindruck, dass hier jemand die Spiritualität wirklich bis in die Erkenntnisseite der Wissenschaft in ruhiger, abgemessener, reflektierter Art gebracht hat. Hatte auch eine sehr asketische Zeit, hatte starke religiöse Erlebnisse und auch spirituelle Krisenerlebnisse der Selbsterkenntnis. Und habe dann mit 21 Jahren beschlossen, nicht zu meditieren, weil ich das Gefühl hatte, dass mich das ein bisschen zu sehr lupfte. Ich hatte das Gefühl, ich muss noch erdenverbundener sein, ich muss noch tüchtiger im Leben stehen. Habe aber in dieser Zeit, wie gesagt, mit dieser Schwerstbehinderten intensiv gearbeitet, habe sehr viele Naturbeobachtungen gemacht, habe versucht zu schauen, ob die Sterne einen Einfluss auf die Natur haben, habe Naturbeobachtung in Kategorien durchgeführt und das dann mit einem Sternenkalender verglichen und habe dann mit 29 einen anthroposophischen Schulungsweg begonnen. Das heißt, wirklich tägliche Meditationen morgens und abends eingerichtet. Das war ein langer Reifeprozess zur Entscheidung. Mache ich das aus lauteren Gründen oder will ich da nur ein besonderer spiritueller, toller Hecht sein? Das war mir eine wichtige Frage. Als ich das geklärt hatte, dass da doch was Redliches in der Intention bei mir vorliegt, war es dann schwierig, die richtigen Mantras zu finden. Irgendwann fand ich etwas. Und seit der Zeit habe ich dann diese tägliche Praxis langsam auch ausgedehnt. Dazu kamen verschiedene Übungen, die ich im Jahreslauf zu verschiedenen Zeiten gemacht habe und kamen dann Beobachtungsübungen, Wahrnehmungsübungen nach diesem Buch »Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten«. Also für mich war sehr wichtig, auch als Forschung, dass die Wahrnehmungsvorgänge selber, die Wahrnehmungsvorgänge bis zur Erkenntnisbildung. Das zweite war, wie es überhaupt die Welt konstituiert, die Naturzusammenhänge insbesondere auch. Und das dritte ist, was spielt sich im sozialen Ganzen einer sozialen Organisation wirklich ab. Und so ist das Forschen nach dem, was in der Anthroposophie Imagination, Inspiration, Intuition genannt wird, war grundlegend wichtig. Also wie ist der Vorgang des Erlebens von Lebendigem, von Vitalem, zum Beispiel von einem Grashalm, ja, hier
wie ist das unterschiedlich zu etwas Totem? Das kann man in einem Film nicht sehen, aber das kann man so vor sich erleben, dass da eine Art Frische auftauchen muss, sonst erlebt man das Vitale nicht. Und diese Frische, die kann viel feiner, deutlicher werden. Also das wäre dann der Bereich einer Bildekräfteforschung. Und was dort passiert, ist etwas, was immer ein gewisses expansives, spielendes Element von Bildhaftigkeit ist. Also Wolkenhaftigkeit, Spritzigkeiten und so fort. Bei dem Seelischen ist es ein völlig anderer Vorgang. Beim Seelischen ist es fast gegenteilig. Wenn ich das Seelische zum Beispiel einer Kuh, die ich sehe, oder eines Menschen erlebe, aber auch sagen wir mal, Dunstblaus am Horizont, das mich seelisch sehr, sehr beeindrucken kann, und ich beobachte meditativ die Beobachtung selbst, dann ist das nichts Wolkenartiges, Bildartiges, sondern ich tauche in das Seelische ein und das Seelische taucht in mich ein. Das ist ein fast schmerzhafter, ein fast gepresster oder konzentrierter Vorgang, den Rudolf Steiner Inspiration nennt. Und wenn ich so stark in das Innerste dessen, was sich seelisch mir zeigt, was vielleicht auch eine lebendige Äußerung hat. Wir haben hier Lebendiges in der Haut. Seelisches kommt durch die Mimik, durch die Sprache herüber, aber auch durch die Gesamtastralität, wie man das anthroposophisch nennt, durch den Seelenleib, also durch eine seelische, durch eine rein seelische Masse sozusagen, Substanzartigkeit. Wenn man in dieses Seelische tief hineinkommt, kommt man zu dem Ursprung dieses Seelischen. Und dieses Seelische hat einen Ursprung in etwas, das nicht seelisch ist. Und dann lebt man, kommt zu einem Ursprung, den man zum Beispiel Intentionalität nennen kann. Oder der ausgedrückt wird durch eine Würde. Und diese Würdeartigkeit ist nicht mehr gefühlig, sondern sie hat eine Art Wissen oder Weisheit in sich. Da ist eine Idee. Ja? Das kann man Wesen nennen, das kann man auch, wir nennen das als Mensch Ich, ja? Eine Identität. Und dieser Ursprung des geistigen Ichhaften ist auch zu finden in der Pflanzenwelt oder in der Tierwelt oder im ganzen Landschaftsgefüge oder im Himmelblau in tiefer, beeindruckender Weise. Und wenn ich in den sozusagen wie für einen Moment hineinkomme, verschmelze, eins werde, also überhaupt bei dem Einswerdungsvorgang, ich versuche es für einen Moment zu sein, in einer meditativen, ruhigen Übergänglichkeit, die aber auch eine energische Haltung braucht, damit ich da hineinkomme, dann bin ich wie in einem riesigen, schöpferischen Raum drin, der nicht so typisch ist für das Alltagsbewusstsein. Und dieses Erleben würde man dann anthroposophisch Intuition nennen. Das sind also deutlich, im anthroposophischen Bereich jedenfalls, deutlich unterschiedene Wahrnehmungswelten und Begriffe. Und die haben eine ganz eigene Konstitution. Und mit diesem Dreischritt, den man noch mehr differenzieren kann in dem lebendigen Bereich, in dem seelischen Bereich, in dem geistigen Bereich, habe ich dann insbesondere geschaut auf Naturzusammenhänge. Mir war besonders wichtig, wie sich im Jahreslauf alles verändert. Weil für mich schien es nicht redlich, etwas zu beschreiben, was in der Natur vor sich geht, meinetwegen seelisch. Weil eine Beschreibung nicht reicht, die ich im Juni beobachtet habe, denn sie ist im August oder im Dezember oder im April dann ganz, ganz anders. Also um überhaupt redlich wahrhaftig etwas zu beschreiben, wie zum Beispiel das Seelische eines Tales ist oder eines Berges oder so etwas, muss ich den Jahreslauf mit einbeziehen, denn da ändern sich Dinge. Ich würde mal sagen, mein zentrales Thema ist und bleibt das Soziale. Und da sind allein die einzelnen Methoden schon Forschungsfelder. Konfliktenlösungsmethoden oder Wahrnehmungsmethoden von sozialen Organismen.
als Berater im Sozialen kann man nur gut arbeiten, wenn man völlig authentisch ist. Und eine authentische, eigene spirituelle Praxis gehört für mich dazu. Ja? Und die führt auch wirklich in die Tiefe. Wenn man etwas abgekupfert hat und nur eine Methode reitet, das führt bei weitem nicht in diese Tiefe. Das ist nicht mit meinem Ich wirklich kongruent. Das ist im Lebendigen, im Seelischen, im Geistigen, im Sozialen brauchen wir Authentizität, brauchen wir Wesensbegegnung, brauchen wir Ich-Anwesenheiten, brauchen wir eine personale, tiefe Erkenntnisfähigkeit. Also die Welt wird dann auch, und das ist ja auch spezifisch für die anthroposophische spirituelle Richtung, die Welt wird eine personale Welt. Wir können uns erleben in Zusammenhängen von Menschen, aber auch von anderen Wesen, ja, die man Naturstimmungen nennen könnte, die aber auch eigentlich Wesen sind. Anthroposophisch werden sie Elementarwesen genannt. In große Macht- und Begnadungsstimmungen, die man dann Engelchöre nennen könnte. Anthroposophisch-christlich neuen Hierarchien, so ist das alte Wort dafür. Und ja, diese spirituelle Ausrichtung ist nicht einfach nur Achtsamkeit oder Allverbundenheit, sondern die Achtsamkeit ist eine differenzierte, zutiefst differenzierte Achtsamkeit, die auf das eingeht, auf das ich schaue. Die Art des Wahrnehmens danach ausrichtet, auf wen, auf was ich schaue. Oder beziehungsweise wir lernen das bei diesem Wahrnehmen. Und die Allverbundenheit ist auch eine, die nicht einfach ein ganz großer Pudding ist von Seligkeit, sondern darin ist es auch eine persönliche Begegnung mit Wesenheiten. Ja, ein Seminartag sieht zum Beispiel so aus, dass wir morgens mit einer meditativen Einstimmung beginnen, um aus der Nacht heraus anzukommen, sodass gegeben ist, dass jeder wirklich da ist. Es kann sein, dass es einen ersten Teil gibt, der das Thema ein Stück weit auch theoretisch strukturiert. Aber es geht dann schon sehr früh in eine, zum Beispiel eine Übungseinheit. Ja, die Übung wird zum Beispiel wird genau dargestellt. Es geht meinetwegen um die Beobachtung eines Raumes in einem sozialen Zusammenhang. Oder es geht um die Beobachtung eines Supermarktes im Vergleich zu einer Bank. Ja. Und am Nachmittag würde es meinetwegen in Arbeitsgruppen, in kleinen Gruppen gehen, zu bestimmten Exkursionen auch. Zum Beispiel würden die Räume des Seminarhauses alle mal genau angeschaut, in so einer Art. Und am Abend könnte es dann eine Inspirationswanderung geben, wo zu wesentlichen Fragen der Ausbildung oder auch des Sozialen, in dem man ist, 2 Stunden eine Wanderung vollzogen wird, wo jeder auch in meditativer Haltung dann in der Natur Fragen an den Umkreis sozusagen stellt, wenn er authentisch fühlt, dass er eine gewisse Einigkeit, eine gewisse Beziehung zum Umkreis hat. Und man hat ganz andere Inspirationen, wenn man auf einen Horizont schaut, als wenn man zum Beispiel vor einem alten Baum steht. Ja? Konkrete Ideen sind leichter vor einem Baum zu bekommen. Überschau-Ideen werden ganz anders angeregt, wenn man auf einen Horizont schaut. Man könnte sagen, das ist eine Kreativitätsmethode, das ist es auch, wo man etwas zu den Problempunkten dazu bringt, etwas Fremdes, damit das lebendig wird in der Seele, im Bedenken. Aber es führt darüber hinaus, weil wir auch in imaginative Anschauungen kommen, in inspirative Anschauungen, in intuitive Anschauungen, die ich ja schon dargestellt habe. Und wirklich zum Beispiel, wie im Horizont für einen Moment befindlich, mit einer großen Überschau auf das soziale Problem schauen und uns plötzlich einfällt,
dass wir selber ein wesentlicher Teil des Problems sind und wir uns ändern könnten. Und wenn man eine so lange Aufmerksamkeitsspanne hat, wie bei einer Inspirationswanderung, in diese Tiefen kommt, dann kann es sein, dass man wirklich auf dem Rückweg meinetwegen aus diesen Erlebnissen heraus Entschlüsse fassen kann, die wirklich tiefe, heilige Entschlüsse sind sozusagen, die nicht rückgängig gemacht werden, die einem heilig sind. Ja, und man geht dann vielleicht noch mit einem substanzbildenden, abschließenden Gespräch, wo man seine Geschichten der Wanderung etwas erzählt und einem kleinen Ritual in die Nacht. So sieht vielleicht ein Seminartag aus. Ja. Also wesentlich ist, dass bei diesem Seminar Erfahrungen gemacht werden. Und Erfahrungen sind ein Quell der Erkenntnis, der immer wieder besucht werden kann. Ja. Ja, für mich war das Sprießen und Welken, diese Übung von Rudolf Steiner, war für mich sehr wesentlich. Und mit dieser Übung und der viel perspektivischen Durchleuchtung dieser Übung, des ganzen Übungsvorganges, der Wahrnehmungsvorgänge, bin ich vielleicht zu meiner Hütte gekommen, nämlich zu einem Maßstab, mit dem ich dann auch in andere Dinge hineinschauen konnte, sozusagen. Die Sprießen und Welken-Übung hat den Fokus auf das Sprießen und das Welken. Egal an welcher Pflanze, aber es muss eine reale Pflanze sein. Die sprießende Pflanze sollte wie hier so ein frisches Gras, das kann auch abgebrochen sein, es ist noch eine Zeit lang diese Sprießkraft drin, da sein. Und das Welken, jetzt haben wir hier kein Blatt, kann halt etwas, ein welkes Blatt sein. Das braucht eine bestimmte Sprießkraft in der Pflanze an sich und es braucht in dem Welkenblatt eine, zum Beispiel auch eine Trockenheit. Wenn das Welkeblatt feucht ist, ist so viel Lebenskraft drin in der Feuchte, dass man das Welken an sich gar nicht wirklich wahrnehmen kann. Das ist ein Detail, aber ein wichtiges Detail. Und man geht dann so vor, dass man dieses Sprießen ganz stark in das Erleben bringt, beschreibt, zeichnet vielleicht. Das hat immer eine expandierende, wolkenhafte, frische Ausdehnung. Ja? Und dass man dann das Welken beschreibt. Das Welken hat im Sinne von Kraft eigentlich das Gegenteil von Kraft. Es ist Kraftlosigkeit. Es fällt sozusagen wie die vitale Kraft heraus. Es ist wie ein Wahrnehmen des Herausgefallenen. Interessant wird es jetzt aber, dass Rudolf Steiner bei den Übungen, in wie erlangt man Erkenntnisse und besonders auch bei dieser, hauptsächlich auf die Empfindung, auf das Seelische, auf das Gefühl dessen, was man anschaut, geht. Und da ist das Sprießen in dieser Expansivität ganz da kann man jetzt vitale Gefühle unterscheiden, charakterartige Gefühle, so unterscheide ich das gerne, und würdeartige Gefühle. Also man hat bei dem Sprießen das Empfinden, das ist sehr fein, das ist sehr jung, das ist sehr kindlich, das ist freudig. Ja? Und das hat den Charakter eines Kindes oder eines Jugendlichen. Und die hat aber eine große Würde. Es ist durchaus so, dass man spürt, das weiß, wo es hin will. Das ist eine Würde des Weltenkennens oder des Zielkennens. Ja? Während beim Welken ein völlig anderes Erlebnis da ist. Dieses Herausfallen ist das eine, aber in der Empfindung hat man zu dem Herausfallen die ungeheuer starke Empfindung der Konzentration. Und wenn man diese Konzentration dann weiter durchdringt meditativ, merkt man, es ist nicht nur einfach Konzentration in einem Welkenblatt, das man anschaut, oder auch in so einer Borke. Da ist eine Getragenheit, da ist eine Abgeklärtheit darin. Und wenn man es wie einen Charakter beschreiben soll und das wirklich wahrnehmen kann in der Tiefe, wird man zum Beispiel zu einem Begriff kommen wie der sterbende König. Weil man spürt, dass da eine Art große Würde ist. Das ist sehr deutlich. Das Welke ist ungeheuer würdig. Ja?
das weiß, wenn man noch tiefer kommt, erlebt man evident, darin ist ein Wissen um Tod und Leben und auch ein sich balanciertes Abgefunden haben mit dem Todesprozess, so dass wir in Übgruppen dazu gekommen sind, dass Menschen wirklich herausgegangen sind, auch später noch gesagt haben, seitdem ich das erlebt habe, habe ich keine Angst mehr vor dem Tod. Ich weiß, wie das ist in dieser Welt. Das klingt jetzt ein bisschen großartig, aber allein diese eine Übung des Sprießen und Welkens in dieser Vertiefung ist, ist eine ungeheure Weltenwanderung. Es sind natürlich ja auch die Kräfte oder die beiden Dinge, die unser ganzes Dasein ausmachen. Das Werden und das Vergehen. Dem unterliegen wir alle, würde ich sagen. Und es ist interessant, dass es aber andererseits eine ganz einfache Übung ist. Nur das eine, das Sprießen, nur das eine, das Welken, es ist nicht komplex. Und aus diesem Erfahren, immer wiederholen, immer wieder erleben, kann ich dann übergehen und schaue auf eine Brennnessel oder auf einen Hopfen oder ich schaue auf eine Kuh und auf ein Huhn und erlebe die Gegensätzlichkeiten. Ja? Bei dem Huhn ist zum Beispiel auch etwas Ähnliches wie bei dem Welken. Das ist sehr konzentriert, ja? Ist aber mehr feurig. Bei der Kuh ist es mehr wie das Sprießen verbunden mit dem Welken und es geht ein Nachthimmel auf sozusagen und so weiter und so fort. Also man kann dann, von da kann man eigentlich in alle Komplexitäten hineinkommen. So war es für mich und das ist eine ganz wunderbare Grundübung, die in der gesamten esoterischen oder spirituellen Literatur nirgends irgendwie in dieser Art da ist, außer bei Rudolf Steiner, soweit ich das nachvollziehen konnte jetzt.